Herzlich willkommen zurück zu Unpacking. Wir sind jetzt schon beim fünften Teil angelangt. Ich weiß noch nicht, in welches Jahr wir jetzt springen. Wir haben unsere Protagonistin verlassen, als sie ungefähr 28 Jahre alt ist. Also nach der Rechnung des Spiels, das lässt sich ganz schwer abschätzen. Und sie wieder bei ihren Eltern eingezogen ist. Und ich bin gespannt, wohin die Reise jetzt geht. Ich weiß aber jetzt, was das orangene Buch ist. Das ist insofern ein bisschen verwirrend. Wir schauen da gleich auch nochmal drauf, weil sie faktisch zwei Tagebücher pflegt. Das ist so ein kleiner Bruch, Logikbruch im Spiel selbst, aber wir verlieren mal gar nicht viel Zeit, sondern schauen uns das gleich an, was ich meine. Und zwar gehen wir mal auf die Albumauswahl und das aktuelle Album, das ich spiele, das ist Orange. Und wenn wir uns das erste Zimmer von ihr ansehen, dieses Kinderzimmer, haben wir zwei von diesen Büchern. Einmal dieses, das könnte es sein, ne? unser Tagebuch, ich mache es mal ein bisschen größer. Ja, also das ist orange und ist genau, hat genau das Format, was wir haben. Aber sie hat noch ein zweites. Deswegen war für mich jetzt der Rückschluss, dass das Tagebuch sein könnte, nicht unmittelbar greifbar. Ich stelle es mal zurück. Aber das ist das, was sie tatsächlich mitnimmt von Jahr zu Jahr. Und möglicherweise, ja, ist es genau das Tagebuch, das wir hier schreiben. Man sieht es ja auch, ja, das hat den orangen Rand. Ich müsste jetzt nochmal die anderen Spielstände prüfen, ob das tatsächlich der Fall ist. Das probieren wir gleich mal vielleicht. Ich nehme aber meinen Spielstand von 1997. Ja, genau. Schauen wir mal rein ins Kinderzimmer. Ja, und da ist es tatsächlich, da ist es das Tagebuch. Ich glaube, hier hatte ich, nee, das Tagebuch hier hatte ich auch unter dem Kopfkissen. Ja, also das ist unser Tagebuch, in das wir schreiben. Und daneben hat sie hier als Kind noch ein anderes Tagebuch. Deswegen bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das tatsächlich dieses Tagebuch sein könnte. Okay. Aber wir machen mal mit unserem Spielstand weiter, mit dem wir aufgehört haben. Also das ist das kleine Tagebuch, das wir mitnehmen. Und wir sind 2013 in einer neuen Wohnung. Mit einer sehr sympathischen Musik. Schon mal durch. Küche. Arbeitszimmer. Schlafzimmer. Bad, Eingangsbereich. Okay. Also ist bei ihren Eltern wieder ausgezogen und zieht jetzt in eine eigene Wohnung ein. Und wir packen mal gleich die Reiseutensilien aus, die immer so wichtig sind. Die ersten Bücher. Der kleine Bus aus London. Okay. Weiteres Reiseziel, also sie war offensichtlich schön Stereotyp in den Niederlanden und hat von dort diese kleine Windmühle mitgebracht. Also offenbar hat sie das Jahr gut genutzt, um anzukommen, und sie bezieht sich hier wirklich eine neue Wohnung, nimmt viele Bücher auch aus ihrem Kinderzimmer wieder mit, die sie vorher nicht benutzt hat. So, jetzt packen wir erstmal die Controller aus. Das wird wohl eine Wii werden. Okay, also sie bleibt ihrem Hobby treu. Jetzt versuche ich aber gleich mal die Spiele hier in den Schrank zu sortieren. Mal sehen, ob mir das gelingt. Das Schöne, was man wissen muss, also GameCube und Wii sind kompatibel. Das heißt, sie kann ihre Spiele auf der Wii spielen. Die sie vom GameCube hat. So, dann haben wir hier das erste Küken. Und die Wii die packen wir erstmal hier rein. Und die Controller, die sind im Übrigen dann kompatibel, ne? Also das kann man alles an einer Konsole verwenden. Insofern ist das Ganze in sich komplett stimmig. So, jetzt wird es interessant. Das ist ihr zentrales Manuskript, sag ich mal, das sie jetzt jahrelang mitnimmt und umzieht. Sie hat exakt ein Wii-Spiel.
Aber wenn ich raten müsste, weiß ich auch, welches das ist. Das ist Wii Sports. Also das wurde nämlich mit der Konsole mitgeliefert. Eine Fernbedienung gehört nicht an den Fernseher, sondern auf den Tisch. Und das bedeutet, dass sie tatsächlich die Konsole nachgekauft hat mit dem prominentesten Spiel. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, müssen wir den Controller mal woanders hinlegen. Das sortieren wir nachher nochmal um. So, die Wii-Konsole können wir dorthin legen. Das können wir nicht anschalten, können wir das anschalten. Das die Wii können wir anmachen. Witch Sports, ja, okay. Da waren wir doch nah dran. So, das scheint mir eine DVD zu sein. Ach, das macht Spaß, das auszupacken. Also irgendwie springt die gute Stimmung tatsächlich über. Was ist das denn? Sie hat ihren alten Kassettenrekorder getauscht. Das ist der 3DS. Der kommt. Den legen wir ins Schlafzimmer. So, da ist die Spielerauswahl nicht sonderlich angewachsen. Zimmer legen. Das muss vielleicht nicht ins Schlafzimmer. So. Musik geht ein bisschen weiter raus. Aber machen wir mal aus wieder. Okay. Was haben wir noch? Huch, was ist das denn? Kann ich nicht interpretieren. Würde ich jetzt als allererstes mal sagen, dass man das gut in die Küche tun kann. Ah, ihre Gitarre. Die kriegt jetzt einen vernünftigen Platz. Gut. Das ist doch sehr gut. Kann man die aber hier auch neben den Fernseher stellen. Das ist ihre Musikschule. Und hier haben wir noch ein Gamecube-Spiel. So, was haben wir da? Das Tagebuch. Das wissen wir jetzt, was es ist. Okay. Ein Regenschirm. Oh. Okay. Ist es 29 Jahre alt, unsere Protagonistin ungefähr? Und sie brauchen einen Gehstock. Sie braucht einen Gehstock. Das ist aber wenig erfreulich. Sie braucht einen Gehstock. Ist ein neues Küken dazugekommen? Und sie brauchen einen Gehstock. Die hat es ja offensichtlich genutzt, um ihre Figur endlich auszumalen. Das ist die, die jetzt eigentlich von Wohnung zu Wohnung mitgereist ist, ohne bemalt zu sein. Der leise Lüfter der Wii U, der Wii. Gut. Die Details sind so toll. Aber was ist mit ihr passiert? Dass sie einen Gehstock braucht.
braucht. Ja, das werde ich jetzt, das Geheimnis werde ich jetzt nicht lüften können. Schau mal. Das sieht mir so aus, als ob sie alle ihre Bücher tatsächlich nur eingelagert gehabt hätte. Genau, jetzt sehen wir ihre ganzen Das ist neu. Soll das sein? Kann man damit auch was machen? Nee, das sieht nur schick aus. Oder halt auch eben nicht, wie wir sind. Aber sie hat einen großen Schreibtisch für sich. Ja, das sind die Bücher, die kennen wir alle schon. Mhm. Also das ist der Grundbestand ihrer... Okay, an dem Entwurf hat sie weitergearbeitet. Okay, das sind verschiedene Phasen, Illustrationen. Okay, ne, das schauen wir uns mal noch genauer an. Okay, das sind alles Entwürfe von... So, jetzt kommen die ganzen Ringbücher mit ihren ganzen Entwürfen. Das kann ich immer noch nicht so ganz deuten, dieses Bild. Okay, es scheint auch so eine Reihe zu geben. Aber auch das wieder so ein ganz typischer Charakterentwurf. Oh, das sind aber viele Bilder. Schön. Das ist hier immer so wichtig gewesen. Dann kriegt es auch einen besonderen Platz. Ich glaube, die Katze muss ich... Katze? Nee, nicht die Katze. Das muss hier hoch. Dann muss das hier runter. Das daneben. Gut. Also können wir es lassen. Rahmenfarbe ist natürlich nicht identisch. Schwarz und weiß. Die Lavalampe, die machen wir gleich an. Ein Drucker. Moment, jetzt muss ich mal. Druckt der? Schade. Ich hätte mich jetzt an die Kabeldose. Darf in keinem guten Haushalt fehlen. Was ist das denn? Das ist Druckerpapier. Na, das legen wir unten rein. Das brauchen wir nicht oben auslegen. Eine Visitenkarte. Ein Router. Ein Router kann man hier oben drauf stellen. Eine Uhr. So, endlich hat sie Platz für ihr Diplom. Zweite Lampe noch. Dann können wir die vielleicht ins Schlafzimmer stellen. Die Lavalampe haben wir dann noch. Oh, das ist so schön. So. Mal sehen, was sie brauchen dort. So, die Lampe können wir natürlich auch anmachen. Das können wir, das Notebook können wir nicht anmachen. Das ist schade. So, das kann doch da stehen. Jetzt hat sie Platz für ihre Stifte. Das ist doch, das ist super. So, dann muss ich das nochmal umstellen. Die Lampe hier rüber. So, das ist die Frage. Ist sie rechts- oder linkshänderin?
Aber das weiß ich nicht. Kopfhörer zum Arbeiten. So, das ist das zweite Buch, das wichtig ist. Das schleppt sie auch schon die ganze Zeit mit sich herum. Genauso wie ihre anderen Ringbücher. Ein zweiter Terminplaner. So, okay, dann schauen wir mal, was hier noch drin ist. Eine Staffelei. So, dann stellen wir doch mal die. Terminplaner kann da rüber. Papierkorb. Na, das ist schon alles. Das sieht schon alles sehr gut aus. Eine Decke zum Arbeiten, weil es keine Heizung hat im Raum. Ach schön. Okay. Das sieht doch gut aus. Das ist doch ein schöner. Die Staffelei, da wird das Gerät bestimmt noch meckern. Wie wäre es denn dann, wenn ich das hier reinstelle? Ja. Und die Staffelei oben drauf. Kann ich denn da eins der Bilder drauf heften? Nee. Oh, das ist, geht nicht. Gut. Okay, dann müssen wir das mal so lassen. Dann Wohnzimmer sind wir, da haben wir noch ein bisschen Potenzial hier. Das Regal, das sieht noch ein bisschen leer aus. Schlafzimmer. Arbeitszimmer. Okay, dann gehen wir mal die Küche an. Ah ne, jetzt. Anna. So, Backpapier. Plätzchenform. Das ist neu. So. Das kann man ruhig auf die ins Abzugshaube stellen hier die. Das brauchen wir. Braucht man sowieso beim Kochen. Da sind teilweise ein paar Sachen dabei, die ich nicht so richtig zuordnen kann. Aber muss ich ja auch nicht. Auch von diesem Zeug. Ach, das sind Tassen. Okay. Die können wir ja hochstellen. Zucker. Das ist die Konstante in ihr. Zuckerdose nimmt sie überall mit hin. So, die ganzen Gewürze oben auf den Herd. Was ist das? Sieht aus wie Honig. Auch stellen wir mal da drauf. Das brauchen wir sicherlich für Töpfe noch, ja. Das ist wegen, das warte ich jetzt mal ab hier. Kann auch da drauf. Scharfes Messer. Legen wir das Gerassel noch mal raus hier. So. Was ist das denn? Ah. Kühlschrankmagnet. 1+2. So, na gut, das geht doch schon schnell von der Hand. Jetzt haben wir die ganzen Töpfe. Gehen wir mal, ob wir die hier unten reinkriegen, alle. Löffel. Das können wir mal gleich da rein sortieren. Wenn so die Gabeln kommen, gut. Messbecher, eine Schale. Das sieht mir nach Kaffee aus. Das hat sie sich abgeguckt bei ihrem Ex. Ordentlicher Kaffee. Sehr, sehr lobenswert. So, der ist auch leer. Jetzt kommen die Teller. Die sortieren wir erstmal hier auf den Tisch. Das ist die
Unterteller, alle im schlichten Weiß gehalten. Also das heißt, sie hat sich wirklich auch neu ausgestattet. Das essentielle Spaghetti-Sieb, das sie seit ihrem Italienurlaub benutzt. So, wenn jetzt im Übrigen die Ausleuchtung schlechter wird für mein Bild, dann liegt es daran, dass ich tatsächlich... Das ist blöd. Das Blech würde ich zum Beispiel unten in die Spüle räumen. Das ist doof, dass ich das jetzt nicht kann. So, dann haben wir noch einen Topf hier. Da kommt bestimmt noch dieser große Spaghetti-Topf wieder. Schau mal schnell, wie die Ausleuchtung ist. Es kann sein, dass es mittlerweile so schlecht ist. Ne, das geht noch. Okay. Dass ich den Stream jetzt abgebrochen hätte. Wir sind jetzt auch schon wieder 21 Minuten drin. Eigentlich wollte ich einfach so eine halbe Stunde machen. So, dieser Zuckertopf. Ein Wischtuch. Das können wir gleich platzieren. Das auch. Schneidbrett. Was ist das? Ah, das ist der Koala. Das ist das Herz. Das sind die Teile, die wir... Das ist wieder dieses ominöse Teil. Das vielleicht... Das ist hier wichtig. Das scheinen Freunde zu sein, die sie vielleicht kennengelernt hat auf einer ihrer Reisen. So, mal gucken. Ja, da können wir doch, das können wir doch rechnen, oder? Ich krieg's nicht nebeneinander. Na, egal. Wird schon nicht so wichtig sein. So. Was ist das denn? Das ist das Salz, okay. Also das hat sie immer in sich riesigen Mengen vorrätig. Noch eine Schüssel. Wasserkocher. Jetzt wird es aber langsam eng hier auf ihr. Oh, noch eine Mikrowelle. Das hätte jetzt nicht sein gemusst. Das müssen wir irgendwie auch in der Küche hier unterbringen, das ganze Zeug. Das hat man... Jetzt passiert das, was man bei der anderen schon gesehen hat. Das war, glaube ich, in der ersten Wohnung. Da war der Badunterschrank von so einer preiswerten... wenn man nicht viel Geld hat und sich das erste Badmöbel kauft, dann gibt es so eine Unterschränke zu kaufen, die keinen Zwischenboden haben. Ja, die sind dann 1 Meter hoch und haben keinen Zwischenboden. Und das bedeutet, dass man alles übereinander stapelt und dann infolgedessen an nichts rankommt. Ui. Okay. Sie ist Jüdin. Dann würde ich sagen, war die Identitätskrise, die sie da durchgemacht hat, offenbar doch tiefer als gedacht. Und, zeigt jetzt ihren Glauben offen. Okay. Ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, aber das liegt aber auch in meinem Gedächtnis. Das hatte ich gar nicht mehr so präsent. So. Die Töffel stellen wir mal hier oben drauf. Ich weiß, es mag jetzt ein bisschen komisch wirken, aber ich muss jetzt vor allen Dingen diese hässlichen... Ah, das macht sich doch hier oben ganz gut. So, die Backutensilien packe ich jetzt hier ein. Ja, das hat sie offenbar bisher verdeckt und es war auch nicht aus ihrer, war auch nicht bisher ersichtlich. Das ist spannend. Okay. Das ist sehr spannend. Kann ich nicht da oben drauf stellen? Oh, da drauf. Das ist doch gut. So, jetzt haben wir hier diese riesen Mikrowelle.
nachstellen. Also ob jetzt die... Ganz schön voll die Küche. Aber sie ist hier denn? Arbeitszimmer haben wir fertig, Schlafzimmer, Bad. Aber dann mache ich die vielleicht das nächste Mal fertig. Denn es hat sich doch jetzt einiges getan. Sie ist also faktisch ausgezogen, wieder bei ihren Eltern, hat eine eigene Wohnung, aktiviert wieder ihre ganzen Utensilien, um zu zeichnen und zu entwerfen. Fängt offenbar an mit den ersten Sketches für Bilderreihen von einem Charakter, also von Charakterstudien. Sie hat dazu das Schwein weiterentwickelt. Das haben wir jetzt noch nicht ausgepackt. Eine besondere Rolle scheint dieses Foto zu spielen für sie. Das heißt, das sind möglicherweise Freunde, mit denen sie wichtige Zeiten erlebt hat, und sie ist Jüdin. Und stellt das jetzt auch wieder offen aus. Also mit diesem neuenendigen Kerzenleuchter. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Sie war in den Niederlanden und hat offensichtlich eine Verletzung am Bein. Also kann nicht richtig laufen. Was ja bedauerlich ist für jemanden, der 29 Jahre alt ist. Okay. Da würde ich hier an der Stelle jetzt mal abbrechen, damit wir mal irgendwann mal auf die 30 Minuten kommen, die wir eigentlich erreichen wollten. Und ich bin wirklich gespannt, wie das von hier aus weitergeht. Für die Wohnung, wo wir jetzt aktuell sind, also 2013, fehlen uns noch zwei Räume. Und die würde ich dann einfach das nächste Mal gerne fertig machen. Und bis dahin erst einmal schöne Zeit. Und